Tag. Herzlich willkommen bei der Weltkontinenzwoche 2021. Mein Name ist Seteri Hushi. Ich bin hier mit meiner Kollegin, Frau Dr. Simone Gruber. Wir sind Chefärztinnen in der Asklepios-Klinik Wandsbek. Unser Thema ist, was hat die Senkung mit der Inkontinenz zu tun? Da fange ich jetzt einmal an. Also wir sprechen aus der Sicht der Frauenärzte. Wir haben unseren Vortrag so ein bisschen geteilt, weil wir zu zweit sind. Hier haben Sie schon einmal die drei Punkte, die wir grob besprechen werden. Ich fange an mit der Inkontinenz, dann machen wir weiter und wechseln uns regelmäßig ab. Sie haben natürlich die Möglichkeit, was im Chat zu schreiben und Fragen zu stellen. Das würden wir alles am Ende dann besprechen. So, dann fange ich mit der Inkontinenz an. Hier haben wir Ihnen einmal mitgebracht, wie häufig Inkontinenz grundsätzlich bei Frauen vorkommt. Hier sieht man einfach, dass bei den zum Beispiel über 60-jährigen Frauen 37% von einer Harninkontinenz betroffen sein können. Das ist eine wirklich hohe Zahl. Das heißt, viele, viele Frauen sind betroffen. Sie sind nicht allein. Das kann uns ein bisschen helfen, dass wir so ein bisschen den Stellenwert der Harninkontinenz in unserer Gesellschaft sehen und einfach auch das als etwas sehen, was häufig vorkommt und was eben auch viele, viele betreffen kann. Ich habe Ihnen jetzt einmal so ein kleines Potpourri von Dingen mitgebracht, die ein Risikofaktor sein können, dass man eine Inkontinenz bekommt. Wie Sie sehen, sind da wahnsinnig viele Dinge aufgeschrieben. Ich glaube, es ist noch nicht mal erschöpfend. Aber da sind zum Beispiel Sachen wie Bindegewebsschwäche oder Schwangerschaften und Geburten, Blaseninfektionen, Übergewicht. Das zeigt uns, dass nicht nur eine Sache zu einer Inkontinenz führen kann, sondern es können viele, viele Dinge zusammenkommen, die dann zu einer Inkontinenz führen können, was bedeutet, dass viele Frauen aus unterschiedlichen Gründen betroffen sein können. Es ist selten so, dass man an der Inkontinenz schuld ist oder irgendwas falsch gemacht hat. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das ist eine Erkrankung, die jeden betreffen kann. Hier haben wir Ihnen einmal mitgebracht, von den ganzen Frauen, die eine Harninkontinenz haben, wie der Anteil der verschiedenen Inkontinenzformen ist. Wir haben einmal mit 38% die Belastungsinkontinenz, mit 18% die Dranginkontinenz. Was das jetzt genau ist, erzähle ich Ihnen gleich noch. Und 42% haben eine Mischinkontinenz. Das heißt, Sie können sowohl einen Drang als auch eine Belastungsinkontinenz haben. Sie können ganz andere, unterschiedliche Inkontinenzformen haben, die Sie in Ihrem Leben beeinträchtigen. Sonstige haben wir einfach mit 2%. Da gibt es ganz viele besondere, teilweise auch neurologische Inkontinenzformen, die wir hier in diesem Fall aber nicht besprechen wollen. Jetzt kommen wir erstmal zur Belastungsinkontinenz. Was bedeutet Belastung? Manchmal denkt man ja, Belastung bedeutet, ich bin belastet, deswegen habe ich eine Inkontinenz. Nein, das bedeutet, dass wir unseren Beckenboden belasten und dann es zu einer Inkontinenz kommt. Belastung für den Beckenboden ist Husten, Niesen, Heben, Hüpfen, Sport. All das kann dazu führen, dass der Druck im Bauchraum ansteigt. Und ganz unten in unserem Bauchraum ist die Blase. Und dann steigt der Druck auf der Blase. Und die Harnblase hat dann keinen ausreichenden Verschluss mehr. Und dann geht Urin verloren. Das kann häufig auch junge Frauen betreffen, die dann beim Sport merken, dass sie den Urin gar nicht mehr halten können. Dagegen abzugrenzen ist die Drangharninkontinenz. Beim Drang ist es so, dass in die Blase nicht mehr so viel Urin passt. Das bedeutet, dass die Frauen uns sagen, ich muss ganz häufig zur Toilette gehen, ich muss nachts aufstehen, wache auf, weil ich muss und eigentlich kommt dann gar nicht mehr so viel. Das bedeutet, dass die Blase nicht mehr in der Lage ist, das zu fassen, was eine normal gesunde Blase fassen sollte. Es kann auch dazu führen, dass die Blase dann so wenig fasst, dass sie zu einem unwillkürlichen Urinverlust beiträgt. Das heißt, dass ab einer bestimmten Menge die Blase einfach sich zusammenzieht und sie ihre ganze Füllung der Blase entleeren müssen. Hier haben wir zum Beispiel Miktionsprotokolle. Ich weiß nicht, ob Ihnen Miktionsprotokolle was sagen. Es ist so, dass man an einem Tag zum Beispiel aufschreibt, alles, was man trinkt und auch abmisst, was man Wasser gelassen hat. Und auf der linken Seite sehen Sie einen normal gesunden Menschen, Frau, Mann, mit der Trinkmenge und aber auch mit der Urinmenge, die bei einem Wasserlassen aus der Blase herausgelassen werden. Da sind Mengen von 450, 350 Milliliter. Wir sagen immer, ein Blasengesunder spürt, dass etwas in der Blase ist, zwischen 250 und 350 Milliliter. Teilweise passt da aber auch deutlich mehr rein. Und auf der rechten Seite sehen Sie jemanden mit einer Drangerkrankung.
da ist bei jedem Toilettengang knapp 100 Milliliter in der Blase. Das bedeutet natürlich, dass man sehr, sehr häufig zur Toilette gehen muss. Und das ist eben eine Drangerkrankung. Wie wir das bei den Folien vorher gesagt haben, kann das natürlich auch beides zusammen auftreten. Also man kann sowohl einen Drang als auch eine Belastungsinkontinenz haben. Das sind nicht immer Erkrankungsbilder, die ganz getrennt voneinander vorkommen. Und dann haben wir noch hier die Überlaufinkontinenz. Bei einer Überlaufinkontinenz ist es so, dass der Auslass aus der Blase nicht mehr richtig gut funktioniert. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Das heißt, das Wasserlassen ist am Anfang erschwert. Es bleibt ein kleiner Rest in der Blase, zum Beispiel bei einer Senkung, zum Beispiel bei einer Erkrankung, bei der die Harnröhre eine Engstelle hat. Und beim Wasserlassen ist es so, dass häufig die Patienten das Gefühl haben, sie haben alles rausgelassen aus der Blase, aber wenn man einen Ultraschall macht oder wenn sie sich dann hinlegen, merken sie, oder ist doch noch mal was in der Blase und dann kommt immer noch was. Und beim Überlauf ist es so, dass die Blase überdehnt ist, dann ist schon eine Menge an Urin in der Blase und dann kommt obendrauf noch das, was durch Trinken und Essen noch dazu kommt. Und irgendwann ist der Punkt überschritten, dass die Blase und der Schließmuskel das alles noch halten können. Und dann entleert sich die Blase relativ ausgedehnt, ohne dass wir eine Kontrolle darüber haben. Das nennt sich Überlaufinkontinenz. Auch das ist etwas, was unterschiedliche Gründe haben kann. Das kann mit den anderen Inkontinenzformen zusammen auftreten, ist aber eine Sonderform, die wir natürlich bei unseren Untersuchungen, wo wir ein Augenmerk drauf haben und wo wir versuchen, das voneinander zu unterscheiden, weil die Therapien ganz unterschiedlich sind. Jetzt übergebe ich einmal an meine Kollegin Frau Klüber. Genau. Frau Huschi hat Ihnen ja schon erklärt, die unterschiedlichen Formen der Inkontinenz und auch die unterschiedlichen Ursachen. Bleibt noch die Frage, was hat die Senkung mit der Inkontinenz zu tun? Zum einen ist es so, dass sowohl die Senkung als auch die Inkontinenz auf die gleiche Ursache zurückzuführen sind, auf eine Schwäche des Beckenbodens. Schauen wir uns einfach mal an, was ist der Beckenboden eigentlich? Der Beckenboden ist eine Muskelplatte, die den Bauchraum nach unten abschließt. In ihr oder von ihr werden die Organe des Bauchraumes sozusagen gehalten. Wenn wir uns das nochmal ganz genauer von unten anschauen, können wir sehen, dass sowohl für den Enddarm als auch für die Scheide, aber vor allem auch für die Harnröhre Öffnungen in dieser Muskelplatte vorhanden sind. Zusätzlich gibt es noch eine Ringstruktur, die das Zentrum, den sogenannten Damm bildet und auch stützt. Und Harnröhre und Enddarm haben zusätzlich auch noch Ringmuskulaturen, direkte Verschlussmuskulaturen, die für die sogenannte Kontinenz sowohl von Blaseninkontinenz als auch Darmkontinenz ursächlich sind. Eine Senkung ist nicht gleich Senkung. Wenn man an eine Senkung denkt, denkt man natürlich immer in erster Linie an eine Gebärmuttersenkung. Das ist nicht immer der Fall. Auch wenn die Gebärmutter entfernt wurde, kann es immer noch zu einer Senkung kommen. Es kann aber auch sowohl im vorderen Bereich als auch im hinteren Bereich der Scheide zu einer Senkung kommen. Schauen wir uns einfach mal die Bilder an. Hier das erste Bild auf der linken Seite zeigt eine klassische Senkung der Gebärmutter. Die Gebärmutter tritt nach unten, kann in die Scheide tiefer treten. Im weiter fortgeschrittenen Verlauf kann sie dann auch bis an den Scheideneingang oder darüber hinaus tiefer treten. Häufig tastet man das als Bällchen, man merkt ein Fremdkörpergefühl in der Scheide. Das kann so ein Druckgefühl geben. Ist die Gebärmutter entfernt, kann statt der Gebärmutter das Scheidenende sich tiefer senken. Dieses sehen wir am oberen Bild auf der rechten Seite. Da ist sozusagen durch den Halteapparat, der überdehnt wurde, die Ursachen hatte Frau Huschi ja auch schon erläutert, kann sich dann das Scheidenende nach unten wölben. Auch dieses kann im Rahmen der Scheide oder bis zum Scheideneingang erfolgen. Auch hier ist hauptsächlich eine Drucksymptomatik zu erwarten. Im Bild unten rechts sehen wir eine Vorwölbung des Darmes. Da ist es so, dass das Bindegewebe, die Bindegewebestruktur zwischen Scheide und Darm überdehnt ist und sich dann der Enddarm in die Scheide vorwölben kann. Was hat das für Probleme oder was zieht das für Probleme nach sich? Zum einen kann man sich wunderbar vorstellen, in dieser Tasche, die sich da bildet, kann sich einfach der Stuhl einsammeln, der harte Stuhl, sodass die Patienten das Gefühl haben, sie drücken den Stuhl quasi in die Scheide, aber er kommt hinten nicht raus. Zum anderen kann es auch sein, dass weicher Stuhl, der von oben kommt, daran einfach vorbeirutscht und die Patienten dann einen häufigen Drang haben, dass sie das Gefühl haben, der Stuhl will einfach relativ schnell raus, sie können es gar nicht gut halten. Durch diese Vorwölbung im Bereich der Scheide kann gleichzeitig auch noch ein Druck nach vorne auf die Blase stattfinden. Das kann zu einer Drangsymptomatik führen
Oder aber auch, wenn es sehr ausgedehnt ist, dass ein Druck auf die Harnröhre stattfindet, quasi wie so eine Abdrückung, sodass dann auch eine Blasenentleerungsstörung entstehen könnte. Schauen wir uns das Bild unten links an. Da ist eine klassische Senkung der Blase. Und dies kommt zustande, wenn das Bindegewebe, welches zwischen Blase und Scheide liegt, wenn das überdehnt wurde, kann die Blase absenken. Auch die kann deutlich tiefer in der Scheide hinuntertreten. Kann dann, je nachdem wie ausgeprägt das ist, wenn es zu einer richtigen Absenkung kommt und einer Abknickung auch der Harnröhre, kann dies dazu führen, dass die Blase sich nicht mehr komplett entleeren kann, dass Resthahn entsteht. Dadurch kann dann einfach in der weiteren Folge eine Drangsymptomatik entstehen. Es kann aber auch passieren, dass die sogenannte Überlaufblase dann entsteht, weil einfach so viel Resthahn ist, so eine Überdehnung stattgefunden hat, dass dann die Blase einfach sich gar nicht mehr gut entleeren kann, sondern sich dann, wenn eine Überlaufblase ausgebildet wurde, sie dann nur schlagartig passiert. Zusätzlich, man sieht es hier auf dem Bild nicht so gut, aber wenn im Bereich der Harnröhre eine Absenkung stattgefunden hat oder aber auch dort die Bindegewebsstruktur einfach deutlich geschwächt ist, kann es auch in direkten Situationen zu einer Inkontinenz kommen, zu einer sogenannten Belastungsinkontinenz, wenn dann nämlich die Harnröhre ihren Verschlussmechanismus einfach nicht mehr wahrnehmen kann. Das heißt, dass zum einen der Muskel geschwächt ist, zum anderen aber auch das Bindegewebe, was einfach die Blase unterstützt, beziehungsweise die Harnröhre unterstützt. Hier nochmal kurz zusammengefasst, jetzt quasi komplett. Was hat die Senkung mit der Inkontinenz zu tun? Es ist die Abknickung der Harnröhre bei einer deutlichen Senkung, wie ich ja schon erwähnt hatte. Dadurch ist Wasserlassen nur mit erhöhtem Widerstand möglich und dieser erhöhte Widerstand ist gleichzeitig aber auch nötig, um quasi über diesen Knick hinweg die Blase gut entleeren zu können. Das wiederum verstärkt die Harnblasenmuskulatur. Diese Harnblasenmuskulatur wird angespannt und infolgedessen kann eine Drangharninkontinenz entstehen. Durch die Restharnbildung wiederum kann eine Überlaufinkontinenz entstehen. Das heißt, die Senkung plus die Inkontinenz haben nicht nur die gleiche Ursache, sondern eine Senkung bedingt leider auch häufiger eine Inkontinenz. Kommen wir schon zum dritten Punkt, die Therapieoptionen. Da übergebe ich jetzt auch nochmal an meine Kollegin Frau Buschi. Genau, wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, dass ich Ihnen ein bisschen was erzähle über die konservativen Möglichkeiten, eine Inkontinenz, eine Beckenbodenschwäche, eine Senkung zu behandeln. Und Frau Glüber erzählt Ihnen dann gleich über die operativen Möglichkeiten. Hier haben wir schon mal so ein schönes Bild, ein Puzzle. Was kann man machen zur Therapie der Beckenbodenschwäche? Natürlich muss man erstmal gucken, was ist die Ursache, wo ist das Problem? Und dann gibt es Medikamente, Pessare, das sind so Hilfsmittel, zeige ich Ihnen gleich nochmal. Östrogene, also Hormone, Physiotherapie und die Operation. Das heißt nicht, dass die Operation der einzige Weg ist. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Genau, fangen wir schon mal gleich an mit der Pessartherapie. Pessare sind Hilfsmittel. Hier sehen Sie so eine Auswahl von Silikonpessaren. Die werden in die Scheide eingebracht. Das Gute ist, dass in der Scheide nicht so viel Gefühl ist. Man denkt eigentlich immer, das ist ganz anders, aber das kann man so ein bisschen auch aus der Zeit, wo noch eine Regelblutung besteht, sehen. Da benutzt man ja auch Tampons und das ist auch nichts, was man immer zu spürt. Das heißt, wenn ich eine Senkung habe und das zu einer Abknickung zum Beispiel der Blase kommt oder der Darm mit der Scheide zusammen sich gesenkt hat oder die Gebärmutter, kann ich auf der linken Seite einen Würfel, in der Mitte einen Ring, rechts davon ein Schalenpessar und ganz rechts ein Keulenpessar einsetzen, anpassen. Das würde man so machen, dass man dann individuell für jeden Patienten das benutzt, was diejenige haben möchte. Wir besprechen das, wir passen die richtige Größe an. Da gibt es natürlich viele verschiedene Größen und schauen, ob das etwas ist, was für Sie in Frage kommt. Warum benutzt man das? Man benutzt das nur dann, wenn damit die ganzen Beckenbodenfunktionen dann wiederhergestellt sind. Das heißt, dass Sie normal Wasser lassen können, dass Sie das Wasser halten können, dass Sie das Druckgefühl durch die Senkung nicht haben, vielleicht auch ein Scheuern, was ja eben nicht passieren sollte. Und genauso die Stuhlentleerung. Dafür sind diese Pessare da. Dadurch, dass sie aus Silikon sind, sind die auch sehr hygienisch. Das heißt, da setzen sich keine Bakterien dran. Man setzt sie ein. Teilweise kann man sie am gleichen Tag wieder rausnehmen, reinigen unter Wasser. Das ist eigentlich eine ganz hygienische Geschichte. Das ist nicht so, dass man sagen müsste, dass könnte es irgendwelchen Infektionen führen.
Dann kommen wir zur Physiotherapie. Meine Kollegin hat Ihnen ja über diese Bilder des Beckenbodens gezeigt, wie viel Muskulatur dort am Arbeiten ist. Und natürlich ist es auch so, dass unser Schließmuskel der Blase ein Muskel ist. Und das sind, was hier auf der rechten Seite gezeigt wird, ist ein Trainingsgerät für den Beckenboden. Das heißt, wir können eine aktive und eine passive Stimulierung des Beckenbodens machen. Diese kleinen weißen Sonden, die Sie sehen mit dem Metall drumherum, das sind Sonden, die teilweise in die Scheide eingeführt werden oder aber auch in den Enddarm, je nachdem, wo das Problem ist. Und die können mit so ganz kleinen Stromstößen, also so, dass es Ihnen natürlich nicht wehtut, dazu führen, dass die Muskulatur stimuliert wird. Das heißt, dass sie gekräftigt wird. Das gibt es auch in anderen Bereichen. Genauso ist es auf der linken Seite bei dem Bild, wo man das außen aufkleben kann. Das kann eben auch zu einer Stimulation der Muskulatur führen. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass Sie, wenn Sie eine Physiotherapie machen, das heißt, wenn Sie spezielle Übungen für den Beckenboden zum Beispiel aus einer Anleitung gelernt haben oder von einem Physiotherapeuten gelernt haben, dort diese Übung anwenden können und letztendlich am Ausschlag sehen können, ob Sie das richtig anwenden. Eine Physiotherapie des Beckenbodens ist relativ komplex. Wir können nicht von außen wirklich genau sehen, mache ich das alles richtig? Und dieses Gerät kann Ihnen helfen, wirklich zu sehen, trainiere ich richtig, mache ich das alles richtig? Und dann kann man natürlich auch für sich sehen, erreiche ich damit auch was? Etwas, was meine Beschwerden lindern kann. Dann kommen wir zur medikamentösen Therapie. Das ist relativ ausgedehnt. Einmal die lokalen Östrogene. Es ist ja so, dass viele Frauen erst, wenn sie älter werden, also jenseits der Wechseljahre, diese ganzen Beschwerden mit Inkontinenz und Senkung mehr spüren oder dass es für sie relevanter wird. Jenseits der Wechseljahre verliert unser Körper einfach dadurch, dass die Östrogene im Körper weniger werden, einfach auch seine Elastizität. Und das passiert natürlich auch im Beckenboden. Dadurch, dass die Östrogene fehlen, ist es so, dass das Bindegewebe immer weicher wird, dass die Schleimhaut dünner wird, dass die Durchblutung schlechter wird und letztendlich das, was am Muskelgewebe ist, mehr umgebaut wird in Bindegewebe. Wir können aber lokal, also in Form von Salbe, Zäpfchen oder Tabletten, Östrogene über die Scheide anwenden. Die bleiben dort an Ort und Stelle. Das heißt, sie haben damit keine Wirkung, sie haben damit kein höheres Risiko zum Beispiel auf die Brust, dass man sagt, jetzt habe ich ein höheres Risiko für Brustkrebs, sondern es wirkt wirklich an Ort und Stelle. Das verändert das Milieu auch in der Scheide. Das heißt, das ist ein Schutz gegen Drang- und Belastungsinkontinenzbeschwerden. Teilweise kann damit schon die gesamten Symptome rückgängig gemacht werden. Ist auch ein Schutz gegen Harnwegsinfekte, was häufig eben durch die Östrogenmangel am Beckenboden neu auftreten kann. Dann haben wir eine Möglichkeit zur medikamentösen Therapie der Belastungsinkontinenz. Das heißt, in den Situationen, wo wir bei Aktivitäten heben, springen, laufen, Urin verlieren, gibt es ein Medikament, was man einnehmen kann, was dazu führen kann, dass die Harnröhrenmuskulatur stimuliert wird und der Verschluss verbessert wird. Leider ist das nichts, was bei jeder Frau funktioniert. Es ist ein bisschen etwas, was wir ausprobieren müssen. Wir können nicht im Voraus bei jeder Frau, die zu uns kommt, sagen, ja, bei Ihnen wird es helfen. Man muss das 14 Tage ausprobieren. Wenn es dann keinen Effekt hat, wird es auch nicht funktionieren. Wenn es einen Effekt hat, können Sie das aber immer zu weiter einnehmen. Dann ist es so ein bisschen wie ein Medikament, zum Beispiel gegen Bluthochdruck. Solange Sie das nehmen, wird es dann gut behandelt sein. Wenn Sie das absetzen, ist es alles wieder wie vorher. Dann gibt es auch Medikamente diverse zur Behandlung der Dranghahninkontinenz. Beim Drang ist es ja so, dass der Muskel der Blase überaktiv ist. Das heißt, der zieht sich letztendlich ohne die Kontrolle der Frauen zusammen, führt teilweise eben zum ganz starken Drang, sodass man schon bei kleinen Mengen zur Toilette muss oder aber auch entleert die Blase. Und eine Entspannung der Harnblasenmuskulatur ist natürlich unser Ziel, damit da mehr reinpasst. Da gibt es viele verschiedene Medikamente. Da gibt es kein Medikament, wo ich jetzt sagen würde, das ist besser als das andere. Es wirkt so ein bisschen über die Systematik, über unser Hirn, über den Hirnstamm und das Rückenmark und macht letztendlich über Rezeptoren in der Blasenwand eine Stimulation bzw. eine Entspannung letztendlich des Harnblasenmuskels.
Und alle diese Medikamente, die so wirken, haben natürlich keine exklusive Wirkung nur auf ein Organ. Das heißt, wenn das auf die Harnblase wirkt, die Harnblase entspannt, hat es natürlich auch Wirkungen auf andere Organe. Hier sehen wir das. Das Häufigste, was mir die Patienten erzählen, ist letztendlich ein trockener Mund. Also durch die Einnahme der Medikamente kann es zu einem trockenen Mund kommen. Hier stehen ganz, ganz viele Dinge, wo man dann letztendlich erstmal denkt, oh Gott, das nehme ich auf keinen Fall ein, weil das ist total gefährlich und wird mich ganz krank machen. So ist es nicht. Genauso, wenn Sie eine Packung Aspirin nehmen oder Paracetamol, gibt es ja sehr, sehr viele Dinge, die als Nebenwirkungen aufgeschrieben sind. Das sind auf alle Fälle mehr als das, diese Medikamente haben. Also es kann so ein bisschen zu Sehstörungen kommen. Trockenes Auge, trockener Mund und Verstopfung sind dann letztendlich wirklich die häufigsten Dinge, die da auftreten können. Das Gute ist eben, dass wir dann eine große Palette von Medikamenten haben, wo wir einfach wechseln können, die von ihrer Wirkung gleich sind, aber auch individuell von Frau zu Frau unterschiedlich sein können, genauso wie die Nebenwirkungen. Und da muss man ein bisschen Geduld haben, ein bisschen probieren. Es gibt jetzt teilweise auch ein neues Medikament auf dem Markt, das vielleicht nicht so potent ist, teilweise in Kombination gegeben wird. Das heißt Betmiga, das ist sozusagen als Einzelnes da und das kann auch helfen. Aber das ist so ein bisschen, was den Drang angeht, eine Sache des Ausprobierens. Jetzt kommen wir schon zur operativen Therapie. Genau. Bei der operativen Therapie fragt man sich immer, okay, wann wird operiert? Prinzipiell ist das eine relativ einfache Antwort, als letzter Schritt. Das heißt, erst wenn wir die konservative Therapie ausgetestet haben, erst wenn wir so weit sind, dass wir alle anderen Maßnahmen durchprobiert haben und zu keinem Erfolg geführt haben, dann kommt die Operation in Frage. Denn eine Beckenbodensenkung oder eine Inkontinenz ist prinzipiell eine gutartige Erkrankung, die kann operiert werden, sie muss aber nicht operiert werden. Das ist schon mal ganz wichtig zu sehen. Plus, ausschlaggebend ist letztendlich der Leidensdruck und auch der Wunsch der Patientin. Sie bestimmen, wann operiert wird und auch in welchem Umfang natürlich und was wir sozusagen auch im Vorfeld zunächst ausprobieren mit Ihnen gemeinsam. Welche Operationen kommen in Frage? Da gibt es ganz viele unterschiedliche Operationsmethoden. Insgesamt ist natürlich wichtig zu sagen, es muss immer ganz genau geschaut werden, welche Operation ist genau die richtige Operation für Sie. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit Ihnen herauszufinden, welche Beschwerden liegen vor, welche organische Ursache oder beziehungsweise welche organische Situation liegt vor, um dann mit Ihnen ein individuelles Therapiekonzept festzulegen. Das Wichtigste hierbei ist immer, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich operativ zu machen. Das heißt, unsere Operationstechniken sollten so schonend und so klein wie möglich sein, um letztendlich für Sie den besten und maximalen Effekt zu erzielen. Wenn wir uns die Senkung angucken, kann man da sowohl von der Scheide herangehen und per Bauchspiegelung oder auch per Bauchschnitt. Wie gesagt, muss man sich immer ganz individuell angucken, was bringen Sie sonst noch an Nebenerkrankungen, Voroperationen etc. mit. Im Bereich der Belastungsharninkontinenz gibt es die sogenannten Bändchen, haben ganz viele von Ihnen sicherlich schon mal gehört, nennen sich TVT und TOT, das muss ich jetzt keiner merken, das sind einfach nur Bänder, die unter die Harnröhre eingelegt werden und durch den dann erhöhten Widerstand unter Belastung zu einer Kontinenz, also zu einem Verschluss führen. Wenn die Senkung eher ein bisschen ausgeprägter ist und die sogenannte Hängematte, auf der die Blase und die Harnröhre liegen, nicht mehr funktioniert, kann es notwendig sein, diese wiederherzustellen oder aber auch eine Unterspritzung der Harnröhre mit einem sogenannten Vulkamid. Ich zeige gleich noch mal ein paar Bilder. Das ist jetzt erstmal nur die Zusammenfassung. Bei der Drangharninkontinenz haben wir auch unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel Botox in die Harnblasenmuskulatur spritzen. Botox lähmt dann ein Stück weit diese Harnblasenmuskulatur, soll sie runterregulieren, sodass dieser Drang weniger wird, das Füllungsvolumen größer wird oder aber auch ein Blasenschrittmacher. Wie gesagt, ich zeige jetzt einfach mal die Bilder, dann kann man das ein bisschen besser erläutern. Das ist hier jetzt einmal die operative Therapie der Senkung. Da sehen wir einmal auf der linken Seite und ganz rechts sind zwei Verfahren, wo mithilfe von kleinen Bändern, kleinen Netzen eine Streckung der Organe durchgeführt werden kann. Das sind Methoden, die per Bauchschnitt, aber vorwiegend natürlich per Bauchspiegelung mithilfe dieser sogenannten Schlüssellochmethode durchgeführt werden. Im mittleren Bild sehen wir schematisch eine sogenannte sakrospinale Fixation. Das ist letztendlich ein Eingriff, der durch die Scheide durchgeführt werden kann und dadurch mit keiner zusätzlichen Wunde einhergeht. Die
Operative Behandlung der Inkontinenz, also der Belastungsinkontinenz, das sind diese sogenannten Bändchen, von denen ich eben gerade schon berichtet habe. Hier sehen wir es einmal schematisch. Es gibt Bänder, die quasi im Bereich der Schamhaargrenze ausgeführt werden oder aber Bänder, die im Bereich des Oberschenkels ausgeführt werden. Auch da muss man immer ganz individuell gucken, welches Bändchen ist das, was für Sie am sinnvollsten in Frage kommt. Das ist jetzt so ein Thema der Birch, das hatte ich vorhin schon gesagt, diese Hängemattenstruktur. Man sieht hier auf der linken Seite, ist ein anatomisches Bild, etwas schwierig zu erläutern. Da ist es zum Abriss bzw. zur Überdehnung der bindegewebigen Struktur gekommen, sodass die Harnblase und die Harnröhre einfach nicht mehr gut gefestigt ist bzw. kein gutes Widerlager mehr hat. Unsere Aufgabe als Operateure ist es dann, diese Überdehnung zu korrigieren und das Widerlager wiederherzustellen, was wir dann auf der rechten Seite sehen und das quasi auf der linken Seite operiert. Da kann man über Fäden das wieder rekonstruieren. Das ist eine Operation, die wir auch per Bauchschnitt, aber auch mittels Bauchspiegelung anbieten können. Das hier zeigt das sogenannte Bulkamid. Das ist eine Unterspritzung der Harnröhre. Das ist eine Operation, die in relativ kurzer Narkose relativ unkompliziert durchgeführt werden kann. Das ist ein Eingriff, der dauert ca. 10 Minuten. Es ist nicht der Eingriff, den man als erstes durchführen würde bei der Belastungsharninkontinenz, sondern das würde man dann machen, wenn die anderen Methoden nicht zum Erfolg geführt haben. Aber wie gesagt, es ist eine relativ unkomplizierte Situation. Man kann es auf dem Bild im unteren Bereich gut sehen, dass durch drei Depots, die um die Harnröhre gespritzt werden, der Auslasswinkel oder das Auslassvolumen der Harnröhre sich verringert und dadurch auch eine Unterstützung durchgeführt wird. Wenn eine Dranginkontinenz vorliegt, sehen wir häufig eine sogenannte Balkenbildung der Blase. Das kann man hier wunderbar auf den Bildern sehen. Auf der linken Seite, so sieht es aus, wenn man eine Blase von innen spiegelt. Das ist eine relativ normale Harnblasensituation, ist schön glattwandig. Sehen wir in der Mitte, da ist eine sogenannte Balkenbildung. Das ist die Muskulatur, die durch den Widerstand, der sozusagen permanent überwunden werden muss, ist die Muskulatur deutlich ausgeprägter, sodass wir Balken sehen können. Auf der rechten Seite ist es dann schon die Maximalvariante, sodass dort dann auch schon sehr ausgeprägte Balken zu sehen sind. Das ist ein Befund, den wir doch eher selten sehen, aber den mittleren Befund, das sieht man doch häufig bei Patienten, die auch eine Senkung und vor allem auch eine deutliche Senkung haben, kann man diese sogenannte Balkenblase doch sehr häufig sehen. Was hilft jetzt bei so einer Balkenblase bzw. bei einer Drangharnblase? Zum einen Botox. Man spritzt Botox, das geht über einen Katheter, über die Harnröhre, spritzt man Botox in die Harnblasenmuskulatur. Das führt dazu, dass der Drang verbessert wird, dass das Füllungsvolumen sich bessert, dass die Inkontinenzrate deutlich geringer ist. Bei Botox, jeder kennt ja irgendwie den Namen Botox, weiß man, Botox ist effektiv für 3 Monate. Wir wissen aber, dass die Wirksamkeit häufig 6 Monate bis auch mal zu 9 Monaten anhalten kann. So dass man dann immer schauen muss, dass man 1 bis maximal 2 Mal im Jahr die Therapie wiederholen muss. Eine andere Möglichkeit zur operativen Therapie der Drangharninkontinenz wäre der sogenannte Blasenschrittmacher. Das ist letztendlich ein System, wo über elektrische Impulse die Blase, aber auch den Darm ansteuernden Nervenfasern durch eine permanente Stimulation die Situation verbessert werden kann. Das hilft sowohl bei Drang als auch bei Blasenentleerungsstörungen als auch bei einer Inkontinenz, sowohl für die Blase als auch den Darm. Das ist eine Methode, die es mittlerweile auch schon seit circa 15 Jahren gibt, die sich immer weiterentwickelt hat und die auch für manche Patienten gut in Frage kommt. Man muss immer sagen, die Erfolgsquote liegt bei 50-80%. Das liegt daran, dass diese Therapie bei den Patienten zutage kommt oder herangezogen wird, wo die anderen Therapien schon ausgeschöpft sind. Und deswegen erklärt sich dann auch die doch nicht ganz so optimale Erfolgsquote von 50-80%. Aber wenn man weiß, dass für diese Patienten zum Teil keine andere Möglichkeit besteht, ist die Erfolgsquote von 50-80% doch als sehr gut einzuschätzen. Ich glaube, das war es auch im Ganzen schon von unserem Überblick. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Scheint keine Fragen zu geben. Gut, wie gesagt, wir würden das Video auch gerne noch auf unsere Homepage stellen. Da können Sie es auch noch mal nachlesen, weil das jetzt ja doch relativ viele komplizierte Informationen waren. Und ansonsten stehen wir jederzeit in unserer Sprechstunde zur Verfügung. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank.